Okay, dann heiße ich Sie herzlich willkommen zu der zweiten Vorlesung. Einen Moment. So, ich habe gerade festgestellt, dass die Tonaufnahme in der vorigen Aufnahme nicht geklappt hat. Schade, tut mir leid. Also das Wichtigste aus der vorigen Vorlesung, was man mit sich mitnehmen soll, was denn die Herausforderungen im Mobilfunk sind, und zwar die gegeben sind durch die ganzen durch die gemeinsam genutzte Luftschnittstelle. Und da haben wir die Problematik: Wie modulieren wir Signale? Was sind Bits? Wie sorgen wir für den Medienzugriff, dass die ganzen Geräte sich nicht behindern, dass sie nicht miteinander kollidierende Signale erzeugen, und das auf einer Ebene höher, auf der Netzwerkebene, dass wir die Nachrichten von A nach B, also über mehrere Hops, zustellen können. Okay, genau, und in dieser jetzigen Vorlesung werden wir dann anschauen, was sind so die Themen, was sind denn die technischen Grundlagen, also wie können wir denn Bits simulieren, modulieren, was sind Frequenzen, was sind Signale, was sind Wellen, Multiplexing, wie erfolgt der gemeinsame Zugriff auf die gemeinsame Luftschnittstelle, also diese Themen, wie die Grundlagen da sind. So, was sind die Ziele? Genau. Was sind Signale? Ja, jetzt hätte ich mal auf diese Folie gehen sollen. Wie man Daten, also vor allem Bits, in Signale umwandelt. Wie mehrere Signale gleichzeitig übertragen werden können. Das ist eigentlich genau Nachrichtentechnik. Eigentlich sehr physikalisch und low-level, aber ist doch ganz sinnvoll und ja doch auch notwendig, auch mal diese Grundlagen zu verstehen, um zu sehen, wo die Probleme herkommen und was geht und was man nicht machen kann. Wir werden zwar ein bisschen Modelle kennenlernen, aber die sind nur zu einem Grundverständnis wichtig, da müssen Sie jetzt nicht mit rechnen oder so. Okay, das heißt, wie werden Signale erzeugt? Okay, gut. Also, wir sind auf dem Physical Layer, wir wollen aus Bits Signale erzeugen, wir wollen ein Signal von A nach B schicken und es soll dort empfangen werden können. Wir haben dazu eine Palette von Möglichkeiten, auf welcher Frequenz wir überhaupt kommunizieren können. Das heißt, wir haben diese Luftschnittstelle, oder die zwischen uns liegt, und wir können die unterteilen in verschiedene Frequenzen, die gleichzusetzen sind mit verschiedenen Wellenlängen. Nur mal zu den Zusammenhängen. Sie wissen ja, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, so ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und jetzt wollen wir, und dementsprechend ist die Wellenlänge multipliziert mit der Frequenz, also wie häufig die Welle pro Sekunde erzeugt wird, ist immer die Lichtgeschwindigkeit. Der Hintergrund ist, dass diese Wellen sich alle in Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das heißt, wenn Sie eine kurze Welle haben, dann können Sie eben, dann müssen Sie besonders häufig die erzeugen. Also sie können nicht lange Wellen schneller erzeugen als Lichtgeschwindigkeit, weil sonst wären sie schneller irgendwie. Also, naja, also das Wichtige ist, dieses Frequenzspektrum ist eingeteilt in verschiedene Kategorien. Das ist irgendwie willkürlich gewählt, je nach der Größenordnung. Nur damit, und auf diese verschiedenen Kategorien haben verschiedene physikalische Charakteristiken, die die Kommunikation darauf erleichtern oder erschweren. Wie Sie hier schon jetzt langsam eingehend merken, wir haben sehr viele Abkürzungen. Deshalb habe ich auch bei Elias nochmal so einen Abkürzungsbogen hochgeladen, in dem die alle zusammengetragen sind, weil die werden uns immer wieder begegnen. In diesem Fall ist noch halbwegs überschaubar. Wir haben das Spektrum unterteilt von 300 Hertz, was ungefähr ein Megameter ist, also 1 Million Meter, bis zu den Mikrometern im Terahertz-Bereich. Da ist schon das sichtbare Licht. Also wenn Sie eine Welle haben, so um 400 bis 500 Terahertz, dann können Sie das mit Ihren Augen wahrnehmen und Sie kommunizieren jetzt mit mir auch auf dieser Frequenz, wie ich sehe. Dazwischen haben wir noch die ganzen anderen
Frequenzen, die unterteilt sind, genau, in Very Low Frequency, Low Frequency, Medium, High, Very High, Ultra High, Super High, Extra High. Und genau, und da ist auch das ultraviolette Licht drin. Okay, gut. Also, wir haben diese verschiedenen Kategorien und manche dafür sind gut geeignet zur Mobilkommunikation, manche schlecht. Sehen Sie schon ganz grob mal irgendwelche... Ah, okay, da kommen wir noch hinzu. Okay, das heißt, was ist gut handhabbar, was nicht so gut handhabbar? Diese Very High Frequency und Ultra High Frequency Bereiche für Mobilfunk sind recht gut. Das heißt, die sind hier in diesem Bereich um die Megahertz herum. Das heißt, um die 1 Meter Wellenlänge herum, das heißt von 10 Metern Wellenlänge bis 10 Zentimetern Wellenlänge. Diese ganzen Klassen sind in Dekaden eingeteilt, also in Größenordnungen, 1 Megameter, dann 100.000 Kilometer, 10 Kilometer, 1 Kilometer, 100 Meter, 10 Meter, 1 Meter, 10 Zentimeter, 1 Zentimeter und so weiter. Und wenn die Wellenlänge um die 1 Meter herum ist, also 10 Meter bis 1 Zentimeter, dann ist es ganz gut handhabbar für Mobilfunkkommunikation, weil die physikalischen Eigenschaften, die Ausbreitungsbedingungen recht gut vorhersehbar sind. Das heißt, sie werden nicht so stark reflektiert, also in der Realität, in der Umgebung bestehen nicht so viele natürliche Phänomene, die auf diesen Wellenbereichen agieren. Und sie reichen auch nicht so weit. Das heißt, in diesem Bereich haben sie dann keine globalen Kollisionen, wie sie mit den Very Low, mit den Frequenzbereichen in dem Very Low Frequency Bereich zu tun haben, die dann wirklich sehr, sehr weit reichen. Also wenn sie eine Welle haben, die 1 Million Kilometer weit reicht, dann haben sie da schon Interferenzen global. Es ist anders, als wenn Ihre Welle jetzt nur 10 Meter weit reicht und auch auf dem Weg und weiter hinaus gedämpft wird, dann reicht die eben nicht so weit. Die noch kleineren Wellenlängen, also in diesem S-Hive, also Super High Frequency Bereich, das heißt um die 1 cm bis 10 cm, die sind also noch kürzer, noch höhere Frequenz, noch stärkere Dämpfung, die werden dann eher genutzt für Richtfunkstrecken. Das heißt, wo wirklich die Ausrichtung sehr gezielt ist, wo man versucht, wirklich nur eins, also Punkt-zu-Punkt-Kommunikation hinzubekommen, mit einer hohen Bandbreite, mit starker Bündelung, und wo man gar nicht, also wo man versucht, quasi diese hohe Bandbreite, die man durch diese hohe Frequenz hat, nur zu einem anderen Punkt zu bekommen. Bei diesen Ultra High Frequency und Very High Frequency im Mobilfunkbereich, dann haben sie ja meist Antennen, die in alle Richtungen streuen und alle in der Umgebung erreichen wollen und das auch müssen. Und die werden halt unterschiedlich stark gedämpft, aber hier in diesen noch kleineren Wellenbereichen haben sie, wenn sie das in alle Richtungen streuen würden, dann wäre es sehr, sehr stark von der Dämpfung her, aber wenn man es halt ausrichtet, dann geht es. Achso, noch ein Punkt, warum hat man eigentlich eine höhere Bandbreite, wenn man eine höhere Frequenz hat? Haben Sie da eine Idee? So ganz, ganz grob physikalisch gesprochen. Ja? Wenn man sich die Wellen halt wie so Sinuswellen oder so vorstellt, damit encodieren wir letztendlich auch Bits, ja. Einzelne Informationen, nur ein. Wir können die halt öfter encodieren. Also wir können bei einer Welle halt nur eine 1 oder eine 0. Und wenn die Wellen öfter hintereinander auftreten, können wir mehr Informationen übertragen. Genau, genau. Die genannte Anzahl der Wellen pro Sekunde. Genau, das stimmt. Also, genau, das stimmt. Also wenn Sie so eine Wellenlänge hätten von 1 Meter, hier in diesem Bereich, dann können Sie vielleicht im besten Fall diese eine Welle als ein Bit kodieren. Und wenn Sie auf der Gegenseite 1 Meter Raum haben, aber da jeweils 100 Einzelwellen reinpacken, dann können Sie halt 100 Zeichen irgendwie kodieren oder die zur Kodierung nutzen. Genau, man hat einfach mehr Wellen, die man zur Kodierung nutzen kann, durch die höhere Frequenz. Je höher die Frequenz aber auch ist, wie gesagt, desto stärker wird sie auch von den Umwelteigenschaften gedämpft. Okay, und
also Mobilfunk, Very High, Ultra High Frequency, drahtlose WLANs, UHF, also Ultra High Frequency und Super High Frequency. Das heißt, was man so sieht, Mobilfunkbereich hat geringere Frequenzen, geringere Wellenlängen. Das heißt, diese etwas robuster sind gegen Dämpfung. Weniger Bandbreite, aber das ist ja okay, man will ja hauptsächlich sprechen oft. Und je mehr Bandbreite man möchte, desto stärker geht man auch in diesen Super High Frequency Bereich. Also man hat eine höhere Wellenlänge, mehr Dämpfung, aber dadurch reichen die, sind die Reichweiten dieser Antennen auch nicht so hoch. Also wenn sie so ein WLAN haben, dann reicht es so 300 Meter weit, Worst Case, aber wenn sie ein Mobilfunk hätten, das nur 300 Meter weit reicht, dann bräuchten sie sehr viele Mobilstationen. Okay, das heißt, diese Frequenzbereiche ganz grob werden für die Mobilkommunikation verwendet. Und da beginnt es mit der ganzen Regulierung. Also das muss schon sehr feinteilig geklärt werden, welche exakten Frequenzen für was genutzt werden dürfen. Die sind dann auch länderspezifisch unterschiedlich. Zum Beispiel GSM hat diese Frequenzen 450 bis 457 Megahertz. Ja, müssen Megahertz sein. Und diese anderen Bereiche auch. Dazwischen sind Schutzbereiche. UMTS in anderen Ländern ist es wieder anders. In Japan auch wieder anders. Wenn zum Beispiel ein LTE-Telefon kaufen aus China, dann müssen sie auch immer darauf achten, welche LTE-Frequenzen unterstützt werden. Da gibt es auch in städtischen Regionen werden andere Frequenzen verwendet als in ländlichen, als in chinesischen Bereichen. Also da müssen wir wirklich immer auf die Frequenzen achten, die unterstützt werden. Das ist schon sehr reguliert. Und auch damals, wenn Sie sich noch daran erinnern können, die Nutzung der Frequenzen zum Beispiel für UMTS, die wurden ja auch versteigert, 10 Milliarden brachten die, glaube ich, ein, die Nutzung für ein paar Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre, bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls, die Frequenznutzung wird auch wirklich so stark reguliert und so wertvoll, dass sie da Milliarden einbringt. Wenn man sich das mal anschaut für die USA nur, wie die Frequenzen reguliert sind, also jetzt nur ein kleiner, also das heißt kleiner Ausschnitt, dieser Ausschnitt hier aus dem Frequenzbereich, das ist 300 MHz, das ist 1 GHz, glaube ich, ja, 1 MHz, da sind wirklich alle Frequenzen stark abgetrennt, wer was wofür nutzen darf. Das Bild gibt es auch hochauflösend bei Wikipedia und das ist aber ganz interessant zu sehen, dass diese Regularien wirklich so weit durchgesetzt sind und Geräte, die diese Frequenzen auch verletzen, die werden gar nicht zum Markt zugelassen und wie gesagt, das ist manchmal auch strafrechtlich relevant, wenn sie da auf irgendwelchen Frequenzen funken, auf denen sie nicht dürfen. Und nur einige Bereiche hiervon sind wirklich frei für die öffentliche Nutzung. Das sind hauptsächlich diese 2,4 GHz, auf denen die WLANs operieren, oder die 5 GHz, 5,1. Und die wenigen zum Fernsteuern von Autos oder so. Also, aber viele Frequenzen sind es nicht. Ah, genau, wir kommen jetzt auch zu den integrierten Übungsaufgaben. Ich habe ja versucht, die Übungsaufgaben, die es sonst zu dieser Vorlesung gegeben hätte, mal zu integrieren in die Vorlesung. Das heißt so, dass wir, wenn wir direkt an dem Punkt sind, mal auch darüber direkt sprechen. Das heißt, eine Übungsaufgabe war oder ist, warum werden die von der International Transfer Union nur niedrige Frequenzen bis zu mehreren 100 GHz reguliert und nicht höhere Frequenzen? Genau, denken Sie erstmal alle mal drüber nach, genau, bevor Sie da die Antwort geben. Also bis mehrere 100 GHz. Ja. Ja. Achso, Moment. Nee, das ist eine internationale Standardisierungsorganisation, die nicht zu einem Land gehört, sondern in denen sich die verschiedenen nationalen Standardisierer zusammenschließen, um sich abzusprechen. Ja. Und dann muss es aber in den Einzelländern dann noch zusätzlich umgesetzt werden. Also wenn die ITU
in Absprache mit den Europäern beschlossen hat, die und die Lizenzen, Frequenzen für OMTS zu nutzen, dann kann Deutschland dennoch lokal, national diese Frequenzen versteigern. Ja. Okay. Das heißt, genau, weshalb werden nur bis zu einigen 100 GHz die Frequenzen reguliert und nicht höher. Ja. Ja. Genau, das stimmt. Also wenn Sie jetzt Ihre Wärmeabstrahlung im Infrarotbereich also einstellen müssten, weil es reguliert ist, genau, also das ist alles sichtbar und Wärme und UV, das ist zum Teil, also anfangs ist es sichtbar, genau, oder Wärme, so dass da Regularien nicht sinnvoll sind, weil einfach das in der Realität, in der Natur zu häufig vorkommt. Und wenn man weiter höher geht, dann sind es so kurze Frequenzen, dass sie so stark gedämpft werden, dass sie sowieso nicht weiter als 1 Meter, 2 Meter weit reichen. Und dadurch auch keine Probleme erzeugen. Okay. Okay. Gut. Wir haben also diese verschiedenen Frequenzen. Und das, was wir uns ja fragen, ist, wie können wir Bits kodieren und welche Eigenschaften haben diese ganzen Wellen und Signale? Und eine Frage, die sich da ergibt, ist, welche Empfangsstärke wir denn beim Empfänger haben. Das heißt, wenn wir der Sender mit einer gewissen Energie sendet, was kommt da überhaupt an? Also wie sieht es dann eigentlich aus? Jetzt gibt es, ich glaube, 4, 5 Folien zu dem, so ein bisschen zu der Signalqualität, die Informationen darüber gibt, was denn einfach auf die Signalqualität wirkt und was man berücksichtigen muss. Betrachten wir also erstmal so ein Signal als Sinusfunktion mit fester Frequenz, also wie schon gesagt wurde, genau, wir haben einfach diese Welle und wir messen die Energie dieser Welle in Watt. Also wir wollen sehen, wie stark ist auf der Empfängerseite das empfangene Signal, auch als Abgrenzung zum normalen Rauschen. Und wenn wir jetzt das anfangen zu modellieren, dann hat man meist so eine Antenne, man nimmt an, die ist punktförmig, genau, das ist, der Empfänger ist in Abstand d und wir haben eine punktförmige Antenne mit Radius d, also genau, das ist die Sendereichweite. Und was man da schon irgendwie annehmen kann, ist, wenn wir jetzt senden und wir haben eine gewisse Sendeenergie, dann verteilt sie sich auf diese gedachte Kugel, also wir haben ja so eine punktförmige Antenne, von dort aus gehen die Strahlen in alle Richtungen aus und die ganze Energie verteilt sich auf diese Kugel, die Entfernung d hat. Den Radius. Ein bisschen verwirrend, dass der Radius d ist, aber das ist Distance, also die Distanz. Okay, und wenn man das anfängt zu modellieren, dann kommen verschiedene Aspekte hinein. Zum einen kommt hinein die Sendequalität, also die Sendeenergie, PT, also Power of Transmitter. Dann kommt hinein die Fläche der Kugel. Also die ganze Energie wird ja verteilt auf die Kugeloberfläche und die Kugeloberfläche ist 4 Pi R Quadrat, also Radius ist als D. Jetzt haben wir den Empfänger also irgendwo als Punkt auf der Kugel und der kriegt diese 1 durch 4 Pi d Quadratste Energie der Gesamtenergie ab. Er kann seine Empfangsstärke verbessern, indem er eine höhere Fläche hat, indem er größer ist als ein Punkt. Das heißt, wenn seine Fläche eben größer ist, dann multiplizieren wir sie mit der Fläche. Und wir können noch so einen Effizienzfaktor mit reinrechnen, der all diese Elemente modelliert, wie die Antennen geformt sind, wie die Luft ist, wie ist sie jetzt feucht oder so Sachen. Das kann man mit dem Effizienzfaktor mit reinrechnen. Das ist dann so die Grundannahme, wenn wir so eine omnidirektionale Antenne haben, punktförmige Ausstrahlung auf der Kugeloberfläche, dann wird zumindest fließt da hinein die Entfernung des
des Empfängers mit 1 durch d Quadrat. Das heißt, mindestens quadratisch nimmt die Sendeleistung im Verhältnis, die Empfangsleistung im Verhältnis zu der Entfernung zum Empfänger ab. Wenn wir jetzt so eine gerichtete Antenne hätten, ja, oben rechts dargestellt, die ist ein bisschen gerichtet, dann haben wir dieselben Aspekte. Also auch die Power des Transmitters kommt hinein. Wir haben diese Fläche zum Empfangen. Je größer die ist, desto besser. Effizienzfaktor kommt hinein. Das, was jetzt noch hinzukam, ist der Gewinn durch die gerichtete Sendeantenne. Also wenn wir jetzt sagen, die Sendeantenne lenkt die Kugel, die wir sonst normalerweise hätten, in diese Richtung und dadurch haben wir einen 10-fachen Gewinn, dann wäre das eben unser Gain. Also GT, also durch den Transceiver, weil er seine Antenne besser ausrichtet und diese ausgerichtete Antenne dazu sorgt, dass 10-fach stärker beim Empfänger die Signale ankommen. Das heißt, wir haben einfach nur den zusätzlichen Faktor GT hinzu, also diesen Gain oder Gewinn durch den Transmitter. Okay, auf der anderen Seite, wenn wir schon Antennenarten berücksichtigen können, dann können wir auch sagen, dass diese Antennen auch von der Wellenlänge abhängen. Das heißt, je kleiner die Wellenlänge ist, desto besser eignet sich meine Antenne dazu. Also wenn ich so eine riesen Wellenlänge habe, die über Meter geht, dann habe ich einen ganz großen Nenner und deshalb da bringt die Antennenkonstruktion weniger. Das heißt, die Antennenkonstruktion, die den Empfang verstärkt, bringt bei kleineren Wellenlängen mehr als bei großen Wellenlängen. Das kann man sich auch vorstellen, wenn Sie so eine Wellenlänge von 1 Meter haben, dann lässt sich nicht so viel mit so einer verbesserten Antenne einfangen, weil einfach die Welle größer ist als die Antenne. Also Sie müssten dann die Fläche der Antenne deutlich vergrößern, um noch etwas zu verbessern, wenn die Wellenlänge deutlich größer, also groß ist. Bei kleinen Wellenlängen reicht aber eine ganz gute Antennengröße, um diesen Gewinn auf der Empfängerseite zu verbessern. Das heißt, wenn man sich so das Modell nimmt, und wir hatten ja dieses Modell, ja, also der Empfänger, die Empfangsqualität ist gegeben durch Sendestärke, also das Power of Transmitter. Wir haben den Gain, also den Gewinn durch den Transmitter, also wenn die Antenne besonders geformt ist. Das Ganze wird geschwächt durch die Kugeloberfläche, also wir haben diese Position. Also die Energie verteilt sich auf der Kugeloberfläche und je größer die Empfangsfläche ist, desto besser. Und wenn wir diese Empfangsfläche jetzt ersetzen, durch diese Formel, also wenn wir das nach A umrechnen und das einfügen in diese Formel, dann kommt dieses Ergebnis raus, dass letztlich die Empfangsleistung abhängt von der Senderenergie, der Verbesserung durch die Sender- und Empfängerantenne und hineinfließt, dass die Distanz immer noch quadratisch im Nenner ist. Das hat sich nicht verändert, aber auch, dass die Wellenlänge, je kleiner die ist, desto besser und dass die auch quadratisch mit hineinspielt. Das heißt, das ist so die Stellschrauben, die wir haben, um die Empfangsqualität zu verbessern. Jetzt haben wir mehr Energie, verbesserte Antennen auf beiden Seiten, geringere Wellenlängen, also kürzere Wellenlängen, mehr höhere Frequenz, mehr Bandbreite. Und näher an der Antenne sein. Die Distanz können Sie auch verringern. Dann haben Sie auch einen besseren Empfang. Das sind die modellhaft dargestellten Elemente, die eben auf die Qualität der Signalausbreitung Einfluss nehmen. Entfernung, Antennentypen, Wellenlänge. Und jetzt gibt es aber die Realität, die auf dieses Modell einwirkt. Und wenn wir so ein Signal aussenden mit unserer entweder gerichteten Antenne oder mit unserer punktförmigen runden Antenne, dann haben Sie diese verschiedenen Effekte in der Realität. Was Sie zum Beispiel haben,
ist, haben Sie ja wahrscheinlich auch schon mal zu Hause erlebt, wenn Sie Ihr WLAN haben und Sie gehen ins nächste Zimmer, haben Sie meist eine Abschattung, weil die Mauer die Signale nicht gut durchlässt. Was man auch hat, ist Reflexion. Das heißt, das Signal wird nicht nur nicht durchgelassen, sondern es wird auch ein schwächeres Signal zurückgeworfen. Und jetzt hat man das Problem, dass das Signal zum Beispiel, wenn hier Ihr Empfänger ist, nicht nur so erreicht. Ach, Moment. Okay. So, jetzt, das ist natürlich gewollt, ja. Pädagogisch sinnvoll. So, aus verschiedenen Richtungen mit Reflexion zu tun hat. Das heißt, dasselbe Signal kommt verzögert in unterschiedlicher Stärke an. Das heißt, mal direkt in höherer Stärke, ein paar Millisekunden, Mikrosekunden später aus einer anderen Richtung schwächer und dann später nochmal schwächer. Okay, das heißt, damit muss man dann auch umgehen. Dann hat man Refraktion, das heißt, die Richtung der Welle verändert sich, weil sie durch Glas geht, weil sie durch Wasser geht, weil sie eben durch ein Medium geht mit einer anderen Dichte. Es kann gestreut werden, das heißt, eine Welle wird dann aufgeteilt in mehrere, an irgendwelchen scharfen oder kleinen Hindernissen oder gebeugt. Also physikalisch ist das spannend. Also jedenfalls die Kernmessage ist, wenn Sie so ein Signal aussenden, dann kommt die Welle eben entweder gar nicht oder mehrfach aus verschiedenen Richtungen oder ja auch mehrfach an. Also weil einfach die physikalischen Eigenschaften der Realität darauf einwirken. So, und damit muss man aber umgehen, weil wir wollen ja das Signal, das einmal als 0 oder 1 kodiert wurde, auch auf der anderen Seite wieder erkennen. Was gibt es für Effekte daraus, aus diesen Eigenschaften? Wir hatten ja vorher nur, was war einflussnehmend auf die Empfängerqualität? Das war die Sendestärke, es war die Art der Antennen, es war die Distanz, die quadratisch abnimmt. Also die Energie nimmt quadratisch zur Distanz ab. Und mit diesen Eigenschaften, die jetzt noch hinzukommen, mit dieser Streuung und Brechung und all dem, führt es dazu, dass wir eigentlich nur die Signalstärke zu 1 durch d hoch 4 sogar geschwächt sehen. Neben der Schwächung ist das zweite Problem, dass wir diese verschiedenen Arten der Störung, die kann man nicht alle einzeln deterministisch wirklich belegen. Man kann nicht sagen, mein Signal kam jetzt schwächer an aufgrund der Fensterscheibe, die das Signal anders bricht oder weil sich das an irgendeinem scharfen Gegenstand gestreut hat, sondern man nimmt eher an, dass man diese ganzen Störquellen wahrscheinlichkeitsverteilt modelliert. Man nutzt Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die sagen, pauschal wird das einfach so gestört und da gibt es auf verschiedenen Ebenen eine Dämpfung. Dazu kommen wir gleich. Erstmal müssen wir einführen, wie messen wir denn überhaupt die Signalstärke? Und die wird in Dezibel, also eigentlich in Bel, also mit Dezi, gemessen. Und das ist eigentlich nur ein Umrechnungsfaktor. Also wenn wir einen Wert A haben, dann berechnen wir die Dezibel dazu, indem wir einmal den Logarithmus zur Basis 10 berechnen von A. Ja, also welche Größenordnung hat die Zahl? Und multiplizieren den mit 10. Das ist ein willkürlicher Schritt, dass man den mit 10 multipliziert, ist aber so. Das heißt, und anhand dieser Berechnung, nach dieser Umrechnung, kann man dann eben die Empfangs- und Sendestärke einteilen. Wenn man diese Empfangsstärke hat, dann sieht man, dass die in Dezibel, dass die normal verteilt ist. Das heißt, sie hat irgendwo bei 0 ihre Stärke und dann nimmt sie halt normal verteilt ab. Und daher spricht man von so einer Log-Normalverteilung, weil man den Wert, also diesen Empfangsstärkewert, erstmal logarithmisch umwandelt in Dezibel und danach dieser Wert, dieser logarithmische Wert, normal verteilt ist. Das heißt, damit kann man modellieren, wie die Empfangsstärke in Abhängigkeit von der Entfernung dann eben normal verteilt
zum Logarithmus abfällt. Achso, und damit man, weil man hier eben so ein Wahrscheinlichkeitsverteilung annimmt für die Störquellen, weil man eben sagt, ganz pauschal in dieser Gegend ist die Empfangsqualität generell so, ja, und nimmt halt mit der Entfernung so ab, dann ist es dann ganz grob so ein Large-Scale-Fading. Also auf der ganz größten Ebene, die man hat, sagt, nimmt man die pauschale Aussage, dass die Empfangsqualität einfach so mit der Entfernung runtergeht. Also das sieht dann, Moment, wir springen da gleich hin, so aus. Also bevor wir zum, das dieses Lilane, damit Sie das mal gesehen haben, dass die über die Zeit hinweg die Empfangsqualität einfach, weil sie eben wahrscheinlichkeitsverteilt ist, sich so langsam ändert, dieses Long-Term-Fading. Also sie ist einfach auf einer höheren Skala sich ändert. Und zusätzlich dazu gibt es kurze Aktionen, die auch die Empfangsqualität beeinflussen. Das sind diese Short-Term-Fading-Aspekte und die bezeichnet man als Small-Scale. Also sie haben eigentlich bei der Dämpfung zwei Punkte. Einmal diese Long-Scale oder Large-Scale-Fading, also was die gesamten Übertragung, gesamte Übertragung eigentlich beschreibt, das ist Violette da. Und dann einzelne Ausreißer, weil zufällig gerade irgendwie was in der Gegend passiert, weil zufällig dieses eine Paket da anders behandelt wird und irgendwie zufällig Interferenzen gerade in dieser Millisekunde auftreten. Das sind diese Small-Scale-Fading-Aspekte. Okay, jetzt springe ich wieder zurück. Ich hoffe richtig, ja, na, natürlich falsch. So, genau, damit wir mal dieses Dezibel-Sache-Umrechnung üben, gibt es dazu eine kleine Übungsaufgabe. Das hatten wir auch. Das ist eigentlich ganz nett, mal einfach mal anzuwenden. Das heißt, nehmen Sie sich mal kurz die Zeit, was weiß ich, 3 Minuten, und rechnen Sie das mal aus. Was sind denn diese Werte in Dezibel? Was sind diese Werte überhaupt? Werte, also das muss, es muss nicht... Ja, was war diese Wert A? Was war das für ein Variable A? Die Einheit der Variable A ist gar nicht relevant. Das ist ja nur eine Größenordnung, die man letztlich abschätzt.
Ja. Genau. Genau, die werden auch hochgeladen, genau. Ja, ja, das sonst wäre es ja nicht so spannend. Die Übungen werden alle noch, also dieser Foliensatz wird genau noch so nochmal hochgeladen. Bitte? AA80? Also, wollen wir schon anfangen? Wer rechnet noch? Na gut, dann fangen wir mal an. Gut, was haben Sie denn für die 10.000 raus? Was ist das denn in Dezibel? Genau. Hm? Ja, das ist 40, genau. Genau, in Bel wären es ja 4 und in Dezibel 40, genau. Ich habe nur... Achso, Moment. So. So. Gut. Okay, und für 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, also Lösungsweg, genau. Also 10-facher Logarithmus. Also der Logarithmus von 10.000 zur Basis 10 ist 4, ja. Und ja. Und dann haben wir die Bel und wenn wir das Zehntel davon nehmen, dann sind es 40. Genau. Okay, was haben wir denn für 123.456? Ja? Knapp 50, genau. Also ich habe 50,9. Also es geht ja, sind ja einige Nachkommastellen. Genau. Für 10? 10, okay. Ja. Und für 50 Millionen? Ja? 76,9. Genau, okay. Genau, also das Ganze dient nur zur Umrechnung quasi in eine logarithmische Skala und erlaubt damit den Vergleich der Größenordnung. Also wenn unser Wert in Dezibel um 10 zunimmt, dann ist es 10-mal, ist das 10-mal so laut? Ja, genau. Okay, so viel erstmal, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Genau, dann hatten wir ja gesagt, wir haben diese langfristigen Effekte, die gegeben sind durch diese verschiedenen Umwelteinflüsse, also dieses Large Scale, das was grundsätzlich das Hintergrundrauschen und die Entfernung und die Antennentypen beschreibt, das ist das, was den Large Scale, das Large Scale Fading ausmacht. Das heißt, das, was eigentlich für die gesamte Kommunikation über gleich sein sollte, das ist so Hintergrunddämpfung. Und hinzu kommen noch einzelne Effekte durch diese ganzen Sondereffekte durch die Mehrfachstreuung, durch Reflexion, Streuung, Beugung. Und wie ich schon vorher gesagt habe, haben wir den Effekt, dass das Signal nicht nur direkt ankommt, sondern mal vielleicht an einem Gebäude reflektiert wird, an einem Stoppschild gestreut wird, dort das Signal mehrfach ausgeht und eben über verschiedene Wege nochmal zeitverzögert zu dem Empfänger kommt. Das heißt, wenn wir unser ursprüngliches Ausgangssignal hier drüben hatten, also mit dem schwarzen und türkisen Balken, dann kommt dieses Signal einmal stark an und dann mehrfach schwächer hinten später. Das muss jetzt nicht genau zeitlich so exakt sein wie dort dargestellt, aber das kommt einfach später verstärkt, also später gedämpft nochmal. Und da überlagern sich dann die Signale und man muss halt herauslesen, was ist das ursprüngliche Signal oder was nicht. Und da kann es natürlich sein, dass die einzelnen Moment. Genau, also dass es dann Zeitpunkte gibt, wo sich die Signale besonders stark überlagern und die Auslesequalität, also die Empfangsstärke sehr weit runter geht. Wir können da nicht mehr so viel lesen, weil sich die Wellen gerade neutralisieren.
oder mal ist es auch etwas entspannter. Also so, dass es ab und zu diese Short-Term-Fading-Effekte gibt, die ich schon vorhin angewählt habe, weil eben gerade im Moment da was passiert. Das ist dann oft nur ganz kurzzeitig so. Und diese Effekte ergänzen sich gegenseitig. Also wir haben einmal diese langfristige Effekte durch die Antennentypen, Entfernungen und Luftqualität und die Short-Term-Fading-Effekte durch die Qualität der Interferenzen, die es aktuell gibt. Man kann es jetzt versuchen, wenn man die Signalqualität berechnen möchte, ganz aufwendig zu machen, indem man so ein Raytracing macht, indem man quasi von einem Antennenpunkt aus quasi berechnet, wie würden denn die Signalqualitäten sein in den verschiedenen Gebieten, wenn die Wände die und die Dämpfungsqualität haben, wenn die Materialien alle bekannt wären, dann könnte man sich das durchrechnen. Aber wie Sie sich das schon überlegen, ist es wohl einmal komplex, nicht dynamisch genug. Also man kann ja nur eine Snapshot-Berechnung machen, man hat nicht alle Informationen vorliegen, die ganzen aktuellen Informationen, die sich ergeben, die kann man nicht berücksichtigen. Zum Beispiel ist ja die Übertragungsqualität auch unterschiedlich, wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist oder geringer ist. Und das alles wird dabei nicht berücksichtigt. Was man dann eher macht, ist, man nimmt einfache Modelle und versucht sie so weit zu abstrahieren, dass sie gut berechenbar bleiben. Genau, da lernen wir mal eins kennen, nur damit man so ein Grundgefühl hat, was später dann bei der Signalerstellung wichtig sein kann und was nicht. Okay, also das sind, ich glaube, diese 3-4 Folien, die dann nochmal drauf eingehen, wie dieses Short-Term und Large-Scale-Fading zusammenwirken. Und dann gehen wir dann noch über, glaube ich, in die eigentlichen Signalgenerierungen. Also, was wollen wir betrachten? Wir wollen erstmal schauen, dieses eigentliche Large-Scale-Fading durch die Antenneneigenschaften und so. Dann die Gleichverteilung dazu, Normalverteilung dazu, wie sich das auswirkt über die Entfernung zum Beispiel. Und die Stochastik des Small-Scale-Fadings. Das kann man ja auch nur stochastisch erfassen, weil sonst zu viele Faktoren damit reinspielen. Wenn man das dann hat, man nutzt dann meist so ein Modell, das einem eben beschreibt, die Empfangsqualität ist dann wieder abhängig von den Antennentypen G und Gain vom Transceiver und vom Receiver, von der Sendequalität, also P, Power of Transmitter. Dann hat man noch einen Faktor dieses Large-Scale-Fadings, das von der Entfernung abhängt. Das ist ja normal verteilt, das heißt, wenn ich ganz nah bin, dann ist der Wert hoch und dann je weiter ich wegkomme, desto stärker fällt es dann normal verteilt ab. Man hat noch einen stochastischen Aspekt für die weitere Modellierung, die nicht dieses distanzabhängig ist. Und man hat noch einen Faktor Alpha, der stochastisch das Small-Scale-Fading modelliert. Das heißt eigentlich, was haben wir? Antennentypen, Energie, Sendeleistung, ein Modell für die Entfernung und dann jeweils ein Faktor für das Large-Scale- und Small-Scale-Fading. Für das durchschnittliche Empfangsleistung, also wenn man diese Fading-Aspekte weglässt, dann hat man wirklich nur als Einflussparameter die Antennentypen, die Sendeleistungen in die Entfernung, das ist schon mal ganz gut. Das ist zwar mit dem Faktor D hoch 4 ziemlich stark abnehmend in der Entfernung, aber es ist wenigstens ganz gut überschaubar. Und wenn man das dann komplexer macht über die Zeit hinweg, dann betrachtet man das dann meist auch. Also wir hatten wieder diese Formel, ja, also die ist, wir haben jetzt den Faktor, dieses 10 hoch x hoch 10 und das Alpha Quadrat, die sind verteilt, rausverteilt, normal verteilt. Und wenn man das in Dezibel ausdrückt, bevor ich sie jetzt ganz verwirre, also das ist jetzt nur, jetzt gleich kommen wir zum, ich glaube, das ist auch die letzte Folie dazu. Genau, wenn wir das jetzt in Dezibel ausdrücken, dann ist das Schöne, dass diese ganzen Multiplikationen in Additionen verwandeln. Das heißt, was man da letztlich hat, ist, dass man
die Empfangsqualität als Addition von verschiedenen Einflussfaktoren betrachten kann. Wir haben einmal den Einfluss der Antennen und der Sendeleistung, das ist schon mal gut. Dann haben wir den Einfluss der Entfernung, dann haben wir das Modell für das Large-Scale-Fading und das Modell für das Small-Scale-Fading. Und dadurch, dass hier diese Zufallsvariable, die normal verteilt ist, reinfließt und das Alpha-Quadrat reinfließt, dann haben wir den schönen Effekt, dass man quasi das dazu gut handhaben und modellieren kann und letztlich alles normal verteilt ist, aber in Abhängigkeit von der Entfernung zu den zwei Sendern zueinander. Letzte Folie dazu, wie das Small-Scale-Fading realisiert wird. Auch dies eine Zufallsverteilung, die man je nachdem, was das für eine Funkzelle ist, was da für Eigenschaften sind, auch unterschiedlich wählt. Das kann man gut einfließen lassen. Wozu wird es genutzt? Das Ganze wird genutzt, um abschätzen zu können, wenn ich jetzt eine gewisse Qualität haben möchte, eine gewisse Sendeempfangsstärke, eine Empfangsstärke erreichen will, dann kann man daraus ableiten, wie weit dürfen die Knoten maximal voneinander entfernt sein, wie müssen die Antennen beschaffen sein, dürfen sie omnidirektional sein oder nicht. Wenn sie omnidirektional sind, was habe ich da für maximale Entfernungen, die erlaubt sind unter den und den gegebenen Verteilungen. Und diese Verteilung, dieses Large-Scale und Small-Scale, da fließt halt auch hinein, auf welcher Wellenlänge wir arbeiten, so dass wir eben gut berechnen können, welche Empfangsqualität man erreichen kann, Abhängigkeit von der Entfernung, von den Antennen und von der Frequenz, auf der man arbeitet. Okay. So viel zu diesem Modellieren, was da alles hineinfließt. Das Gute ist, was wir uns merken können, ist eigentlich gut, Antennenqualität ist wichtig, Antennenarten, dann die Sendeleistung, die Entfernung ist wichtig und ansonsten bei den anderen beiden hat man viel Dynamik, also da kann man nicht viel machen, bis auf den Wechsel der Frequenz, wenn man es etwas stabiler möchte. Was hinzukommt, also beziehungsweise das ist nur ein kurzer Einschub zu dem Doppler-Effekt, den Sie vielleicht hier und da mal aufgenommen. Ja? Kann ich auf Topic eine Frage stellen? Ja. Und zwar, irgendwie nimmt die Sendestärke ja exponentiell stark irgendwie ab. Ne? Ja. Normal verteilt, ja. Ja, genau, also vierfach, genau. Was die Gesundheitsschädlichkeit. Ach so, okay. Wellen. Ja. Kann man damit eigentlich auch nicht. Ja. Daran ist schon behaupten, dass. Also. Stimmen schon bereits unschädlich. Ja. Naja, aber Sie halten ja Ihr Telefon meistens ans Ohr. Aber die Frage ist ja, auf welcher Frequenz da mit Ihrem Gehirn da interagiert wird und ob Sie dann überhaupt einen Resonanzgegenstand im Kopf haben, der darauf reagieren kann. Also, es ist ja so, dass Ihr Kopf da nur darauf reagieren kann oder der Körper, wenn auch etwas auf derselben Frequenz schwingen würde. Aber ich glaube, da fehlt es uns im Körper einen passenden Gegenpol. Also, auch wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Beispiel ultraviolettes Licht, ja, dann schwingt die Haut irgendwie, also dann haben wir Wärmerezeptoren, das ist auf derselben Ebene, aber wenn wir so niedrigere, also längere Wellenlängen haben, so wie hier, das ist, weiß ich nicht, also wie das mit unserem Kopf interagiert, da haben wir vielleicht Medizin, aber ich glaube, da ist nichts. Ja? Ich habe vor kurzem eine Doku gehört, da hat man einen Menschen, der erstmal Blut abgenommen hat am Ohr und hat die Blutkörperrichtung einfach angeschaut. Hat man den 3 Minuten telefonieren lassen, also ja, okay. Blut am Kopf, dann hat die Blutkörperrichtung wieder am Ohr angeschaut und festgestellt, dass die am Anfang quasi gesund waren, alle normal verteilt. Und nach dem Telefonat waren die mehr verklebt und es haben sich Ohrräume gebildet. Ah. Also nach dem Telefonat und dem ersten Blut abnehmen. Genau, nach dem ersten Blut abnehmen. Also dass die Blutkörperchen auf jeden Fall darauf starten. Ja. Aber ist es jetzt nicht vor dem Blut abnehmen vom ersten Mal? Also man hätte mal, ja, okay. Die sind ja auch Wohnungen in der Nähe. Ja. Ja, da, also psychologische Effekte gibt es ja immer und Nocebos und so. Ich weiß nicht, ich bin gar kein Arzt, aber ich glaube. Medizinisch noch ja. was?
lange Zeit Untersuchungen gemacht, ja, dass so Häuser mit Antennen, dass die Menschen auf lange Sicht eine höhere Krebsanfälligkeit haben. Ja? Ja, als Menschen, die nichts zu nahe mit Antennen leben. Also das kenne ich nicht. Wenn jetzt ein Mensch fünf Jahre lang an so einer Antenne lebt, dann ist das jetzt vielleicht nicht so schlimm und man merkt nicht so viele Unterschiede. Also da sind ja die Gesundheit genauso wie bei einem Menschen, der nicht neben der Antenne wohnt. Aber auf 20, 30 Jahre ist das Risiko 30-fach größer. Aha, also die Studien kenne ich nicht zu der zum Krebsbegünstigen von Mobilfunk. Also, ich finde es auch schwierig. Also ich bin da sehr offen. Also, wir können ja, wenn sie Informationen haben, womit es im Körper interagieren soll, weil, also, meine Schwierigkeit ist auch zu erkennen, womit das im Körper interagieren soll. Das weiß ich nicht. Ja, genau, wegen der Mikrowelle, ne? Genau. Ja. Ja. Ja, also es ist sehr interessant, also was die ganzen, also es gibt ja die verschiedenen Frequenzen, auf denen Mobilfunk agiert. Wir haben ja diese Übersicht gesehen und da ist ja auf allen Frequenzen immer Aktivität. Deshalb, genau, im WLAN 2,4 oder im Mobilfunk diese 800 MHz. Ich weiß nicht, womit der Körper da interagiert, aber ist vielleicht falsche Vorlesung. Okay. Genau, noch was zum Doppler-Effekt. Oder? Das ist eigentlich ganz interessant, der Doppler-Effekt, den ich weiß, also das ist nur so ein kleiner Einschub hierzu, wegen Signalquelle und eigentlich nur die Frequenz, also eigentlich passt das gar nicht zu der Signalstärke. Aber das haben Sie vielleicht schon ab und zu erfahren, wenn Sie da irgendwo herumstehen, es kommt ein Krankenwagen an Ihnen vorbei, auf Sie zu und an Ihnen vorbei, dann klingt der Ton anders. Oder? Es hat Doppler-Effekt. Merkt Ihnen das was? Ja, allen. Also genau, das weil, und das ist bei Mobilfunk ja auch so. Also wenn etwas auf Sie, also wenn der sendende Gegenstand, also hier ein Polizeiwagen, Krankenwagen, sich auf sie zubewegt, dann werden ja die Wellen, die erzeugt werden, in ihre Richtung gestaucht, ja, also die haben dann eine geringere Wellenlänge und klingen dadurch höher. Ja, stimmt das? Ja, höher. Ja, genau. Und wenn der Polizei der Wagen wieder wegfährt, dann sind die Wellenlängen länger, weil da kommt ja noch die Fahrgeschwindigkeit zu der Wellenlänge hinzu. Und dann klingt es wieder tiefer. Und dasselbe ist auch bei dem Mobilfunk auch da halt gegeben, dass wir manchmal durch so Doppeleffekte Small-Scale-Fading-Effekte haben. Also wir wollen zum Beispiel auf einer Frequenz senden, aber senden dann plötzlich auf einer anderen, überlagern dort. Oder weil eben durch Streuung, Mehrwegeausbreitung das Signal dann eben aus einer anderen Richtung langsamer oder schneller wieder zurückkommt. Das ist alles gegeben. Das heißt, wir haben viel, viel Interferenz im Funk und müssen damit umgehen. Ja? Ja, das wäre ein Beispiel. Es wäre diese Reflexion von irgendwelchen Gegenständen. Also alles, was kurzzeitig Interferenzen erzeugen kann. Können Sie noch ein Beispiel für dieses Large-Scale-Fading? Ja, also das Large-Scale-Fading wird eher erzeugt durch diese Aspekte, also die Antennenqualität, die Entfernung. Und so eine Verteilungsfunktion, also dieses X da drin. Das heißt, das ist, wenn wir jetzt keine Interferenz hätten, was wäre so die Empfangsstärke? Das ist das Large Scale. Also das ist einmal quasi für diese Verbindung recht fest. Also selbst wenn sich der Sendende bewegt, dann ändert sich das nur langsam. Also hier hatten wir das, wo hatten wir das Beispiel? Hier hatten wir das Beispiel, also das Violette, das ändert sich über die Zeit nur schwach, also. Und diese kurzen Einsacker, die ergeben sich durch das Short-Term, also das Small-Scale-Fading, wo die Interferenzen dazu kommen. Das ist so die
der Grundunterschied. Okay. Genau. Genau, das mit dem, wo der Doppler-Effekt, genau, das hatte ich auch gesagt, dieses Fading kann auch frequenzabhängig auftauchen, ja, also bisher hatten wir dieses eine Signal, so ein Sinussignal auf einer Frequenz betrachtet. Eigentlich hat man mehr Frequenzbereich, also nicht klar eine Frequenznummer, sondern man hat ja auch in die Nebenfrequenzen eine Interferenz, ja, also wenn das Signal eben durch Doppler-Effekte langsamer oder schneller ankommt, dann wird ja die Frequenz ein bisschen erhöht oder erniedrigt. Oder wenn es dann gebrochen wird, dann wird es vielleicht etwas auch bei der Brechung dann langsamer, das Signal, sodass es letztlich einfach in einem nahen Frequenzbereich ankommt, aber nicht die exakt selbe Frequenz ist. Und dann kann es passieren, dass wenn wir die Information, die wir übertragen, wenn wir da den zeitlichen Abstand klein wählen, das heißt, wir wirklich Signal an Signal, Symbol an Symbol hintereinander hängen, dann kann es passieren, dass sich Symbole überlagern. Das heißt, ich schicke ein Symbol los, also so eine übertragene Information auf der einen Frequenz und auf der anderen Frequenz. Also sagen wir mal, ich schicke erstmal das eine Symbol auf einer niedrigen Frequenz los. Moment, wo ist das hier? Hier. Ja? Und es hat eine lange Welle. Okay, und dann schicke ich noch kurz danach zeitlich das zweite Signal auf einer höheren Frequenz los und das kommt früher an. Also das zweite Signal, das ich abgeschickt habe, kommt früher an zeitlich, wenn das hier T ist, so, als das erste Signal. Also man muss auch darauf achten, dass die Bandbreite natürlich die Symbolerzeugung sich anpasst an wie viel, an die Frequenz, die mir zur Verfügung steht. Das heißt, ich im Worst Case immer das langsamste berücksichtigen müsste, die langsamste Frequenz, die mir zur Verfügung steht. Kommen wir noch dazu, wie das genau gemacht wird. Okay, was kann man machen? Also wir haben jetzt diese verschiedenen Effekte, ja, wir haben diese Streuung, unser Signal geht in verschiedene Richtungen, wird dann wieder reflektiert, kommt wieder zu uns zurück. Wir haben zufällig an einer bestimmten Position, eben dort, wo unsere Antenne ist, eine Überlagerung, eine Wellenüberlagerung, dass das Signal wieder ausgelöscht wird. Wie können wir diese Effekte reduzieren? Und da gibt es diese Ansätze, also zur Reduzierung der Interferenzen und des Hintergrundrauschens, gibt es den Equalizer, Diversität und Rake-Empfänger als Ansätze, das zu reduzieren. Schauen wir uns mal an, was der Equalizer macht. Der Equalizer ist so eine Art Referenzsymbol. Ja? Also wenn Sie wissen, periodisch kommt jetzt immer wieder dieses Referenzsymbol, dann kann ich, also dieses periodische Senden von bekannten Mustern, dann kann ich, immer wenn ich das bekannte Muster sehe, aha, dann kann ich mich danach synchronisieren, damit wir auf derselben zeitlichen Ausrichtung sind. Außerdem kann ich daraus ableiten, was gibt es denn für Dämpfungen oder für einen Funkkanal, also Funkkanaleigenschaften aktuell und kann mich auch dementsprechend ausrichten. Also sagen wir mal, ich erwarte eine gewisse Bitfolge zu einer gewissen Zeit und das ist der, wo bin ich hier? Das ist der Sender und das ist der Empfänger und der Sender erzeugt hier das Bitsymbol und ich erwarte das Bitsymbol hier zum Beispiel zu dieser Zeit, bekomme es aber etwas später, dann weiß ich, okay, ich muss mich so synchronisieren, dass eben ich weiß, wir sind wieder synchron. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, wenn zum Beispiel eine Sinuskurve geschickt wird. Dazu kommen wir noch gleich. Und das ist die Sinuskurve und die geht hier hoch. Und ich würde sie jetzt aber deuten, also die geht jetzt von, Moment. Genau, also hier ist irgendwie 0. Ja. Aber es macht für mich schon was aus, ob ich jetzt diese Sinuskurve bekomme oder ob sie quasi hier oben beginnt. Also ob die Phasen verschoben ist. Dazu kommen wir auch noch, was Phase und Amplitude und so ist. Also ich muss genau wissen, hat er jetzt seine Sinuskurve von der 0 aus begonnen oder von der 1 aus begonnen. Und daher ist es wichtig, dass wir synchronisiert sind. Und wenn ich
eben so ein bekanntes Muster habe, das ich erwarte, dann kann ich genau sagen, okay, aha, wir sind hier ein bisschen verschoben, ich passe meine Zeiten dementsprechend an. Und daher kann ich dann das eigentliche Sinussignal, das gesendet wurde, auch als eigentliches interpretieren und nicht um so ein Phasenverschobenes. Das heißt, man nutzt die Auswertung dieses Musters, dieses Referenzmusters, um um den Empfang zu verbessern, um die eigene Parameter richtig einzustellen, um diese Verzögerung um sich eben zu synchronisieren. Ja? Verstehst du es richtig? Die Kommunikation fängt dann anfänglich mit weniger Symboldaten quasi an und das wird verbessert anhand der Beobachtung. Ja, es geht nicht um die höheren Schichten, die dann entscheiden, was schicke ich oder wie viel Bandbreite steht mir zur Verfügung, sondern es geht mehr darum, dass jede x Millisekunden oder Sekunden schicke ich ein bestimmtes Muster, damit der auf der anderen Seite beim Physical Layer dieses Muster wiedererkennt und dann seine Zeiten und seine Netzwerk-Funkkanal-Eigenschaften dementsprechend ausrichten kann, damit er weiß, okay, dass wir wieder synchronisiert sind, dass wir die gleiche Empfangsstärke zum Beispiel auch verwenden. Das ist wirklich nur auf dem Physical Layer. Okay. Was haben wir noch zur Verfügung? Wir haben zur Verfügung die Diversität. Okay, das ist einfach. Also wenn wir das Problem haben, dass wir ein Mikrowellengerät neben unserer Antenne haben und daher der Empfang auf Frequenz 2,4 GHz geschwächt ist, dann nehmen wir doch eine andere Frequenz. Also wir können Diversität nutzen, indem wir mehrere Frequenzen nutzen, mehrere Zeitschlitze nutzen, dazu kommen wir auch noch, mehrere Antennen nutzen. Es kann ja sein, dass wirklich nur eine Antenne in einer Frequenz betroffen ist und wenn wir einfach mehr zur Auswahl haben, dann können wir die Antennen, die Frequenzen, die Zeiten, die eben diese Probleme erzeugen, durch Redundanz auflösen. Wir haben dann halt einfach bessere Alternativen und die wählen wir dann adaptiv. Je nachdem, wo der Empfang am besten ist, da werten wir aus. Genau. Diversität. Und der letzte Punkt ist Rake. Das ist abgeleitet aus dem Englischen von der Gartenkralle. Eine Kralle hat in der Regel mehrere Finger, also irgendwie 3 oder 4. Und nun haben wir die Eigenschaft, dass wenn wir eine einzige Antenne haben, es kann ja sein, dass genau an dieser Antenne da irgendwie eine Überlagerung durch zwei Signale stattfindet und genau diese Antenne irgendwie in einer schlechten Position steht. Würde die aber 2 Zentimeter weiter rechts stehen, wäre der Empfang besser. Und wenn wir dann mehr Antennen haben, dann haben wir einfach durch die lokale Verteilung eine höhere Chance, ein gutes Signal zu bekommen. Ja. Weil diese Wellenlängen sind ja kurz und es kann wirklich sein, dass genau in einer kleinen Position das Problem besteht und an einer kleinen Positionsänderung das schon besser wäre. Auch haben wir dann die Möglichkeit, diese Laufzeit, also einmal die Position können wir berücksichtigen und Laufzeitunterschiede. Das heißt, wenn dann ein Signal zu unterschiedlichen Zeiten, also die Signale kommen dann ja zu unterschiedlichen Zeiten bei den verschiedenen Antennen an. Und auch da können wir dann leichter korrelieren, wann diese Signale hätten ankommen sollen und dass da eben nicht zufällig gerade was sich überlagert, sondern wir durch die Diversität hier auch mehr Möglichkeiten haben, das richtig auszulesen. Okay. Also diese drei Ansätze, Equalizer mit dem Prüfbild, also Prüfreferenzmuster, Diversität durch unterschiedliche Frequenzen, Zeiten und auch Antennen, also Lokationen. Und dasselbe hier nochmal mit der Lokationsdiversität, Rake genannt. Damit können wir diese Small-Scale-Fading-Effekte auflösen, also schwächen zumindest. Okay, soviel zu der ganzen Antennenarchitektur, wie sich das auswirkt. Dann, also was man sich mitnehmen soll, ist, dass wir eben diese zwei Arten des Fadings haben.
Wir haben den Large-Scale-Fading gegeben durch die Antennenarten, Entfernung und die Transmission Power und das Short-Term-Fading, Small-Scale-Fading durch diese eigenen Brechungen, Streuungen und so weiter, die man mit diesen drei vorigen Ansätzen etwas schwächen kann. Jetzt nehmen wir mal an, okay, wir können jetzt senden und wir wollen jetzt aus dem Signal letztlich irgendwann Bits kodieren. Wie können wir denn überhaupt das Gesendete unterscheiden? Also was unterscheidet verschiedene Sinusfunktionen? Wie können wir da Informationen reinkodieren? Das ist die Frage, und das, die hier mit den Signalen beantwortet wird. Signale sind physikalische Darstellungen von Daten. Also wir kodieren wirklich in die einzelnen Sinusfunktionen Informationen rein, sodass wir dann sehen können, aha, das ist jetzt Sinusfunktion vom Typ A und das vom Typ B und das ist jetzt ein 0 und das ist eine 1, ganz grob gesprochen. Wie geht das? Also was kann man da überhaupt, wie kann man da Informationen reinkodieren? Zum einen muss man dann schauen, was ist denn überhaupt ein Signal? Und da kommt hinein diese ganzen Informationen, also ein Signal ist gegeben durch eine Liste von Parametern, das sind die Parameter, die es da gibt. Einmal die Periode. Moment. Ja, ich könnte mal löschen, aber. Ja, ich glaube, es geht nicht. Es ist willkommen bei Windows. So, radiere. Okay. So, okay. Also wir haben einmal die Frequenz, die gleich ist mit der Periode, also wieder Wellenlänge, das ist die Periode und die Frequenz ist 1 durch Wellenlänge und wir haben die Amplitude und wir haben die Phasenverschiebung. Das sind die drei Aspekte, die wir haben, die wir nutzen können, um in Signale Informationen zu kodieren. Was ist dabei die Träger schwingen, also man hat, was macht man mit diesen Parametern? Man kodiert eben so eine Sinusfunktion, die gegeben ist mit einmal die Höhe wird definiert durch die Amplitude, die Frequenz kommt hier rein, die eben die Wellenlänge dann staucht oder erweitert und man hat die Verschiebung hier mit dem Phi, das angibt, wo die Sinusfunktion beginnt und wo sie dann endet. Also um mal ein Beispiel zu sehen, haben wir noch kein Beispiel. Nehmen wir mal drei Arten. Also das ist unser eigentliches Sinus. Ja, okay. Hat ein Maximum von 1. Also Beispiele kommen dann noch, aber ich wollte es nur mal kurz anführen. Was macht die Amplitude? Die macht das Ganze größer. Was macht die Frequenz? Die staucht oder dehnt das Ganze. Ja, jetzt sieht es irgendwie ähnlich aus. Oder halt eben so. Das macht die Frequenz. Und die Phase, die sagt, wo das beginnt. Also wenn wir die Phasenverschiebung um 90 Grad haben, dann beginnen wir nicht bei der 1, sondern bei nicht bei der 0, sondern bei der 1 und dann geht es halt eben hier. Und das ist dann auch ein Sinus Signal, aber eben nicht vom 0 aus beginnen, sondern mit einer Phasenverschiebung. Okay. Jetzt könnte man das ist so die Möglichkeit, die wir haben, da Informationen hineinzukodieren. Und der Empfänger, der kann dann sehen, aha, die Amplitude ist höher oder die Frequenz hat sich geändert oder die Sinuswelle beginnt woanders. Das sind so die drei Informationen, die wir reinbringen können. Und nun können wir diese Information nutzen, theoretisch, um damit weitere Signale zu bauen. Also wenn wir zum Beispiel so ein ideales Signal erzeugen wollen, ja, dann können wir das durch die Überlagerung von theoretisch unendlich vieler Sinusfunktionen. Also die summieren sich alle auf. Hier können wir da verschiedene Sinus- und Cosinus-Funktionen einbringen. Und durch ihre Summation könnten wir theoretisch ein ideales periodisches Signal erzeugen. Wie man das macht, also diese Umwandlung durch die Fourier-Transformation. Das Problem dabei ist, dass wir bei solchen Ecken... dass wir hier so starke Sprünge haben. Und auch hier springen wir von 1 auf die 0 runter
und von der 0 auf die 1 runter. Und diese starken Sprünge, das ist in einer Welle nicht ganz gegeben. Also wir haben nicht die Möglichkeit, irgendwie konstant zu bleiben und dann springen wir und dann sind wir auf einem anderen Wert konstant. Das heißt, solche Verfahren, also wenn man solche harten Sprünge haben wollte, dann bräuchte man wirklich unendlich viele Summanden. Und nun ist die Frage, was diese unendlich viele Anzahl von Summanden, das ist das Problem, weil wir brauchen für jeden Summanden, also für jede Sinusfunktion, die wir da hineinkodieren, die wir da benötigen, bedeutet es ja Bandbreite. Also das ist ja Information, die wir kodieren müssen. Und je mehr Informationen wir kodieren müssen, um eben so etwas darzustellen, desto höher muss die Bandbreite sein, desto höher muss die Frequenz sein. Und eben diese scharfen Übergänge, die theoretisch eine unendliche Anzahl von Summanden, theoretisch eine unendliche Bandbreite erfordern würden und das eigentlich nicht sehr effizient ist. Also was in der Aussage nicht gemacht wird, ist, solche Kodierung von Nullen und Einsen direkt zu übertragen in Wellen. Weil um das zu kodieren, also um genau so eine Wellenform zu kriegen, bräuchten wir unendlich viele Wellen, die wir dann zusammen summieren, und es ist einfach eine riesige Verschwendung von Bandbreite, die wir anders besser nutzen könnten. Das heißt, was man eigentlich macht, nochmal zurück, um die ganzen Wellen, um diese Signaleigenschaften nochmal sich anzuschauen. Also was haben wir? Wir haben einmal die Amplitude, die Frequenz und die Phase. Das habe ich ja vorhin gezeigt, ne? Die Amplitude zeigt die Größe des Ausschlags. Hier genau, achso, hier dargestellt in der Y-Achse. Die Phase zeigt die Verschiebung also wo die Sinuswelle beginnt. Und die Frequenz eben die definiert die Periode, also wie lange eben diese Welle ist. Und damit wir diese drei Werte gut nutzen können und leichter sehen können, gibt es drei Darstellungsarten dazu. Und die lernen wir jetzt kennen und dazu gibt es dann auch gleich die Übung. Das heißt, die lernen wir dann auch wirklich kennen. Also, es gibt drei Arten, die Werte darzustellen. Die eine ist das Amplitudenspektrum, das, was man so normalerweise kennt. Das ist auf der linken Seite, man zeichnet einfach die Welle ein und kann dann eben ablesen, aha, Amplitude ist so hoch, die Phase ist so und die Wellenlänge beträgt so viel. Also man kann die Zeit daraus ablesen und daraus dann die Frequenz. Also man kann dann wirklich sehen, okay, die schwarze Welle ging von hier bis da und jetzt weiß ich, wie lange das gebraucht hat und kann daraus die Frequenz berechnen. Die andere Darstellung wäre das Frequenzspektrum. Hier haben wir dieselben, also hier steht genau, die Beispiele zeigen unterschiedliche Signale. Was zeigt dir das Frequenzspektrum? Das Frequenzspektrum zeigt, welche Frequenzen wir hier aktiv haben. Hier haben wir auch in diesem Beispiel jeweils dieselbe Frequenz. Und auf dieser Frequenz entwickelt sich der Wert, nimmt das Signal dieser Amplituden ein. Ja, also wir haben die Frequenzdarstellung, wir haben die Amplituden, was dort weggefallen ist, ist die Phase, also die sehen wir jetzt nicht. Ja, wir sehen hier in dieser zweiten Darstellung nicht, welche Phasenverschiebung vorherrscht. Okay, und dann haben wir noch den Phasenzustandsdiagramm, bei dem die Amplitude dargestellt wird. Die Amplitude beschreibt, nehmen wir mal das hier, so zack, die Entfernung zum Mittelpunkt und das Phi, also der Winkel hier beschreibt die Phasenverschiebung. Wir können da maximal 360 Grad gehen, das heißt 2 Pi und dann wissen wir, um wie viel es bei uns verschoben ist. Genau. Ja. Und das sollten wir mal üben, damit wir das gut lesen können. Genau. Und gegeben sind diese vier Signale, ja, die jeweils so gegeben sind. Und dann bitte ich Sie, jeweils eine Grafik, also am Ende sollen Sie drei Grafiken haben,
mit diesen Achsen, also einmal auf der Y-Achse die Amplitude und auf der X-Achse die Zeit und einmal auf der Y-Achse wieder die Amplitude und dann die Frequenz. Und dann in der auf der die dritte Grafik soll eben das so darstellen. Zu diesen drei, vier Signalen. Soll ich das mal überflugen? Ja, Moment. Ich mach's mal so. So. Nein. Moment. Funktion? Ach so. Die Funktion auch, gut. Ja, naja, naja, gut. Ich trage es mal da hin, aber... P, gut, gut, gut. Mhm. So wie bei der X-Achse, da können Sie, glaube ich, auch die Wellenlänge wählen.
Und das ist
Also wir haben von der Amplitude, das ist ja die Entfernung zum Mittelpunkt, und die Phasenperspektive ist 0. Und das heißt, auf dem Punkt 1 mal Sinus an der Position 0 ist 0. Und I ist 1 mal Cosinus auf der Position 0 ist 1. Genau. Das ist ja das letzte vielleicht. Dieselbe Kurve genommen haben mit höherer Amplitude, also nicht bei 1 hier mit der Höhepunkt, sondern bei 2, genau. Und in dem Fall kommt der Minuszahl. Und wir haben ja einen anderen Frequenz jetzt mit F2, deswegen zweiter. Ach ja, sorry. Nee, dann haben wir dieselbe Linie, nur ein bisschen höher einfach nochmal. Ja. Das ist daneben. Genau, ja. Der Lappen. Ja. Machen wir jetzt auf der X-Achse-Funktion. Vielleicht, dass auch meine Frequenz zurückspielt. So. Das heißt, oben links vorgenommen? Die Phase der die Erklärung die Erklärung und die Halle ist bei 1. Ja. Ja, bei dem Höhepunkt der ersten Kurve die zweite Halle. Genau, also die Startkurve. Nein. Die Sonne. Also, oh, das funktioniert nicht so gut. Also, wenn wir jetzt für G0 einsetzen. Ach doch, ja. Genau. Dann haben wir den Sinus, der sonst bei Pi halbe wäre. Ja, Wir starten bei minus 1. Zum einen der Start der normalen Sinusfunktion ist einfach viel halber nach rechts. Wenn wir das Aspekt von 0 bis zwei Pi bleiben, dann müssen wir bei minus 1 starten. Ja, das Problem. Moment. Die Frage ist, was ist bei T gleich 0? Wir starten bei 1. Dann ist der nächste Wert zu halb. Genau, dann fällt ja das hier weg. Bei dir gleich 0, dann sind wir bei Sinus von Pi halbe. Mit Sinus von Pi halbe, Differenzdefinition, das ist ja. Also, es startet eigentlich nur noch. Nach das Rechnen ist es leichter. Genau, weil, wenn man das hier einfügt, dann ist das der Term weg und dann hat der Sinus von Pi halbe und es ist 1. Ja, Thank you.
Okay. Dann die zweite und die meiste Änderung. Stelle, wo auf den Treiber, weil die Amplitude der Zeit und die beiden verschiedenen Arten der Frequenz sind. Genau. Okay, das ist nicht nummeriert, aber ja, genau, die sind nur die ein bisschen weiter gezeichnet als wir sie gezeichnet haben. Aber sonst ist dasselbe. Das Besondere nur, dass die Verschiebung hier früher, also die wurde es eingezeichnet, also hier haben wir die, das ist die 2, die hier eine Frequenz nach unten geht und dann nach oben. Das ist die hier ganz links berühmt, das ist die 3, genau. Ja, das, genau, das ist dasselbe. Okay. Also man muss sich diese drei Komponenten, also die Phase, Amplitude und Frequenz, das sind die drei Eigenschaften, die wir verändern können. Amplitude und Frequenz kann man sich noch halbwegs vorstellen, Phase fand ich immer ein bisschen kompliziert, aber das ist das, was häufig am häufigsten dann noch genutzt wird zum Codieren. Also wir werden es dann noch tun und noch einige Übungen dazu haben. Ich glaube, vielleicht machen wir hier auch die Pause, weil jetzt geht es demnächst daran zu schauen. Nee. Doch, wir machen die, also weil demnächst geht, also nach der Mittagspause geht es dann daran, wie man jetzt diese Eigenschaften nutzt, um Signale, also um Daten in Signale zu codieren. Was man da grundsätzlich machen können wird, ist die Amplitude modulieren, verändern, also anderes Signal, andere Daten, bedeuten andere Amplitude, oder eine andere Frequenz, oder eine andere Phase, und es dann beliebig zu mischen. Dann werden wir sehen, wie gut die geeignet sind, um eben Daten zu kodieren oder nicht.
Und dann sehe ich sie nach der Mittagspause wieder, ich glaube um 12.30 Uhr ist es angesetzt, dass es weitergeht. Dann wünsche ich Ihnen gutes Mittagessen und bis nachher dann. Mhm.